Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Heute beschäftige ich mich mal mit keinem meiner sonstigen Themen, sondern dafür mit etwas Aktuellem, und zwar Projekt Discovery. Dies ist ja jetzt quasi neu aufgelegt worden, nachdem man in Teil 1 sozusagen die menschliche Zellstruktur analysieren konnte, geht es nun um die Suche nach Exoplaneten. Und diesbezüglich wollen wir einmal zusammen durch das Tutorial schauen. Ich habe das jetzt bereits einmal hinter mich gebracht und ich muss sagen, das Ganze ist jetzt nicht unbedingt intuitiv oder super leicht. Ich habe auch schon mal die ersten 10-15 Samples gemacht und was mir da so aufgefallen ist, wollte ich jetzt mal kurz zusammenfassen. Zunächst einmal erfahren wir Grundsätzliches über diese ganze Geschichte. Zunächst über die Theorie, wie man Exoplaneten findet. Und zwar wird mit einem Teleskop über einen gewissen Zeitraum die Lichtintensität eines Sterns gemessen. Wenn man dann feststellt, dass es so wie hier Einbrüche in der Leuchtkraft gibt, dann kann das ja nur daher kommen, dass sich etwas zwischen den Betrachter oder das Teleskop und den Stern geschoben hat, wie bei einer Mond- oder Sonnenfinsternis. Und da vermutet man, dass es dann ein Exoplanet ist, also ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Und dann versucht man Regelmäßigkeiten zu entdecken, quasi Muster, denn natürlich sind diese Umlaufbahnen im Normalfall regelmäßig. Und wenn man ein Muster erkannt hat, ist das ein relativ guter Hinweis auf die Existenz eines Exoplaneten. Gut, das wird hier noch erklärt. Die X-Achse gibt den Verlauf von Tagen an, die Y-Achse die Leuchtkraft des Sterns und zwar das Verhältnis zwischen seiner aktuellen und der durchschnittlichen Leuchtkraft zu jedem Zeitpunkt, wobei 100% glaube ich genau der Durchschnitt ist. Deswegen kennt man hier ja auch einen sehr krassen Einbruch von fast 7%. Man kann auch, während man nach diesen Durchläufen oder Transits sucht, die auf Exoplaneten hinweisen, die solare Aktivität des Sterns klassifizieren und ihn damit einer dieser vier Klassen zuordnen. Das ist allerdings, wird nicht sozusagen in das Ergebnis mit einfließen. Das kann einem allerdings durchaus helfen beim Auffinden von Planeten. Das Ganze wird jetzt wieder so funktionieren wie bei dem ersten Projekt Discovery auch. Das heißt, je genauer oder je besser die Analysen sind, umso höher wird dieses Accuracy Rating, die Genauigkeit. Je höher dieses Rating ist, desto höher sind die Belohnungen in XP, vielleicht auch in ISK, ich weiß nicht genau, und man rutscht dann auf diesem Level-Fortschrittsbalken voran. So, jetzt sollen wir diesen vermuteten Transit mit dem Slider hier in der Mitte des Bildschirms zentrieren. Damit kann man quasi zoomen und einzelne Teile dieser Periode, die insgesamt aufgenommen wurde, sich anschauen, falls es einen interessiert. So, jetzt haben wir das in die Mitte gebracht. Dann markiert man einen Transit mit einem Linksklick auf das Zentrum dieser Spitze. So. Und was man jetzt tun könnte, man könnte jetzt versuchen, wenn es mehrere dieser Dips hier geben würde, kann man mit Hilfe dieser Grafik quasi die Regelmäßigkeit versuchen zu bestimmen. Wenn man meint, sich vertan zu haben oder es doch rückgängig machen will, dann drückt man einfach auf die rechte Maustaste und dann sind sie wieder weg. Aber so wie es der Tooltip hier auch sagt, es gibt hier nur eine Spitze. Und da kann man dann ein zweites Mal draufklicken und hat hier jetzt quasi ein mögliches Orbit festgestellt. Was man damit nicht feststellen kann, ist,
wie lange dieser Orbit ist, also wie viele Tage der Planet braucht, um einmal seine Sonne zu umkreisen. Das funktioniert nur, wenn man mehrere gleichmäßige Dips findet, so wie ich es gerade angedeutet habe. So, und diese Markierungen, die wir setzen, simulieren jetzt halt auch quasi das Aussehen des Sonnensystems. So, und da wir nur eine dieser Spitzen gefunden haben, bedeutet das, dass der Orbit auf jeden Fall länger dauert als diese Aufnahmezeit. Und dann kann man das Analyseergebnis weitergeben. Analysis successful. Diese V- oder U-Form ist außerdem ein weiteres Hinweis auf die Existenz eines Transits. Gut. Wenn ich jetzt noch mehrere markiert hätte, weil dann würde ich ja auch ein Planetensystem mit mehreren Planeten zeichnen. Das ist jetzt hier ein Tutorial, deswegen verändern die Analysen halt meine Werte hier nicht. Später ist es ebenfalls so, dass es man erstmal einige Samples kriegt, wo die Ergebnisse bereits bekannt sind. Auf die Art und Weise wird man sozusagen erstmal vorklassifiziert. Irgendwann bekommt man dann allerdings auch unbekannte Samples und da muss dann die Gemeinschaft erstmal Konsens erzielen, also eine gewisse Anzahl von übereinstimmenden Resultaten. Und erst dann bekommt man quasi im Nachhinein, je nachdem, ob man mit der Mehrheit übereinstimmt oder nicht, sein Ergebnis. So, hier haben wir jetzt genau den Fall, den ich gerade angesprochen habe. Wenn ein Planet sehr dicht an seinem Stern ist, dann umkreist er diesen möglicherweise sehr schnell. Und da hat man hier innerhalb von wenigen Tagen mehrere Transits. Und jetzt die Frage, wie markiert man die? Zunächst mal gibt es hier dieses Detrending Tool. Und zwar soll das jetzt die Schwankungen in der Helligkeit des Sterns ausgleichen, die durch seine typischen Charakteristiken hervorgerufen werden. Hier ist ein rotierender Stern, die periodische Fluktuation in der Helligkeit des Sterns hervorrufen, und das kann man mit Hilfe des Detrending Tools ausgleichen, der normalisiert es quasi. Und jetzt markiert man eine dieser Dips und zieht dann nach links oder rechts, wie man will, die Maus heraus, bis die dadurch entstehenden mehreren Markierungen übereinstimmen mit dem, was man vorher halt herausgefunden hat. In diesem Moment ist es halt noch möglich, diese Linie zu modifizieren. Indem man, das habe ich gerade schon erklärt, und das muss man für das Tutorial jetzt hier machen, mit Rechtsklick die Auswahl cancelt. So, jetzt sollen wir das Ganze nochmal machen. Und dann bekommt man normalerweise vom Spiel, wenn man mehrere Marker gesetzt hat, diese Auswahl Fold. Was in diesem Fall passiert, er legt alle meine Markierungen quasi übereinander, faltet also diese große Übersicht so in sich zusammen, dass die übereinander liegen. Und jetzt sollte man versuchen, diese Dinger hier so weit wie möglich übereinander zu bringen. Wenn man das schafft, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass ein periodisch rotierendes Objekt, also sprich ein Exoplanet, die Sonne verdeckt. So, in dem Moment, in dieser Grafik, wo wir jetzt sind, zeigt die X-Achse jetzt nicht mehr die Länge der gesamten Messung an, sondern die X-Achse entspricht jetzt der Periode, die wir gewählt haben, und die Abweichung vom Zentrum hier ist jetzt in Tagen gemessen, und wir sollen es entsprechend versuchen, das übereinander zu bringen. Hier haben wir dann die entsprechenden Informationen.
die gesamte, also was Epoche bedeutet, weiß ich nicht, Orbital Period, also quasi die Zeit, die der Planet braucht, um einmal um die Sonne zu kreisen, also nicht mal 2 Tage in dem Fall. Um die Epoche zu adjustieren, mal einfach hier irgendwo auf dem Graph klicken. Ja, das verschiebt dann irgendwie das Zentrum. Und dann kann man auch mit dem Mausrad weitere Verschiebungen vornehmen, sodass man halt dementsprechend möglichst eine möglichst exakte Übereinstimmung hat. Dann bestätigt man seine Auswahl. Bei Discard würde natürlich alles wieder quasi zurückgesetzt und auf Null gestellt werden. Und dann übermittelt man das Analyseergebnis. Das ist also jetzt eine ziemlich offensichtliche, leichte Probe. So, jetzt muss man langsam mal weiteres Gespür entwickeln. Und man soll jetzt hier diese Transitzeit selbst finden. Und man soll dann allerdings dabei bei der ganzen Sache beachten, dass Transits ziemlich seltene Events sind. Wenn man sich das hier jetzt mal anschaut, dann sieht das ja dementsprechend eigentlich so aus wie das, was man gerade eben quasi gemacht hat. Ja, jetzt ohne die ganzen Hilfsmarkierungen und Zeichen und so weiter kommt man aber trotzdem halt relativ schnell auf doch eine ziemlich starke Übereinstimmung. Also man meinen müsste, hier ist ein Planet. Ist es allerdings nicht. In die Falle bin ich jetzt zunächst auch mal reingetappt. Ein Hinweis darauf, dass hier was nicht stimmt, kann man hier anhand dieser riesigen Ausschläge sehen, hier in Prozent. Also hier wird die Leuchtkraft des Sterns um mehr als 25% gesenkt. Und das ist, wenn man zum Beispiel sich das hier jetzt mal anschaut, dieses Beispiel oder dieses Beispiel, typischer Fall für ein Eclipsing Binary System. Das heißt, was hier die Leuchtkraft dieser Sonne verdeckt, ist kein Planet, sondern eine zweite Sonne, die in einem Doppelsternsystem quasi sich gegenseitig umkreisen. Das heißt, das richtige Ergebnis müsste hier sein, No Transits. Ja. Was jetzt natürlich klasse ist, er sagt hier zwar, dass diese Transits von einem Stern verursacht wurden, nicht von einem Planeten. Und das genau mit dem Ergebnis oder mit der Begründung, die Größe dieses Drops, ja, von 25%. Er zeigt mir das jetzt aber trotzdem als Fehler an, also als Analysis failed. Ist jetzt nicht ganz logisch. Andererseits kämpft im Moment Projekt Discovery sowieso noch mit einigen Schwierigkeiten. Nicht unbedingt im Tutorial, aber in den Samples danach, die teilweise extrem schwierig waren, extrem schwer zu finden. So, hier hat man ein relativ regelmäßiges Bild mit einem Zacken hier. Und wenn man dann halt den D-Trend benutzt, dann sieht man das Ganze etwas deutlicher. Und in dem Fall würde ich hier mal darauf tippen, dass wir einen Planeten haben mit einer Rotation, die wir nicht weiter festlegen können. So, das war jetzt genehm, das war in Ordnung. Schauen wir weiter, hier haben wir wieder eine Auffälligkeit drin. Allerdings sind es ja durchaus mehrere. Wenn man hier jetzt dieses D-Trend einschaltet, dann verschwimmt sogar der Unterschied noch eher. Man kann natürlich hier auch noch andere Filter nutzen, aber das bringt es jetzt nicht so furchtbar viel. Na, der vielleicht. Also ich sagen würde, auch hier haben wir es nur mit einem einzelnen Planeten zu tun. Schauen wir einfach mal.
Ja. Und in dem Fall kann man hier halt durch Verschieben des Reglers beim Detrending Tool zu einem etwas besser ansehnlichen Ergebnis kommen. So, hier wird es dann schon etwas schwerer. Haben wir einige klare Spikes. Schauen wir mal, ob wir die irgendwie Einklang bringen können. Na gut, mit nur zweien geht's. Aber es gibt ja hier auch noch kleinere. Also mal hier eine U-Form. Hier könnte was sein. Also ich habe mir jetzt natürlich auch nicht alles gemerkt, auswendig gelernt. Können wir jetzt mal übereinander falten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so furchtbar aussagekräftig. Das heißt, bei dem Ding weiß ich jetzt spontan nicht so genau. Gibt ja halt, wie gesagt, mehrere. Manchmal gibt es auch so richtig kleine Amplituden. Jetzt war ich spontan auch nicht so furchtbar überzeugt von. Also ich weiß es schlichtweg nicht. Von daher gehe ich jetzt mal einfach, will nicht zu viel Zeit verlieren, mal davon aus, dass die beiden hier übereinander stimmen. Vermutlich ist das Ergebnis jetzt nicht perfekt. Okay, schicken wir das mal ab. Oh, okay. War doch okay. So, wenn es nur zwei Übereinstimmungen sind, kann das auch zufällig sein. Aber die vergleichbare Breite und Tiefe geben halt einen Hinweis auf ein oder auf das gleiche Objekt. Okay, schön. Was haben wir hier? Hier war was, was nicht so leicht zu erkennen ist. Dann kann man zum Beispiel mal reinzoomen. Dann mal überlegen, oh. Hier ist vielleicht was. Vielleicht passt das ja so ungefähr zusammen. Aber wenn ich ehrlich bin, also da erkenne ich nichts. Auch wenn man hier das Detrending-Tool verschieden einstellt, erkennt man da jetzt relativ wenig. Wenn da jetzt hier Planeten drin sind, ist das sicherlich ein schwieriger Sample. Also die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Also ich persönlich würde den jetzt mal spontan als eher schwierig bezeichnen, wenn man hier tatsächlich was finden soll. Kann dann jetzt immer mal so ein bisschen spielen, ob man da Übereinstimmungen hinkriegt. Kann ich jetzt aber persönlich nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass es falsch ist, dass man hier irgendein Muster finden könnte, aber ich gebe jetzt einfach mal nur Transits ein. So, und da ist es dann tatsächlich so, er sagt mir jetzt also hier, boah, du Depp, ne? Da hast du ganz viele Übereinstimmung, man muss nur klein genug gucken. Also ich persönlich kann sowas nicht erkennen. Und dementsprechend hätte ich dann bei dem Sample halt geloost. Hier sieht es nach einer Spitze aus. Schauen wir mal, ob wir die noch irgendwie deutlicher hinkriegen. Nicht so aus.
Auch hier sehe ich jetzt zum Beispiel spontan nicht so wirklich viel Übereinstimmung. Sagt, das könnte eine sein. Also nehmen wir das einfach mal an und sind mal überrascht, was hier die Auflösung ist. Ja, in dem Fall sagt er mir, ja, das ist nicht gleich genug. Und es ist zwar undeutlich, aber das hier ist eine, das ist keine. Und die nächste. Haben wir hier wieder was Verdächtiges? Doch da würde ich sagen, haben wir es mit einem einzelnen Transit zu tun. Das heißt, wir können ihn nicht bestätigen. Ja, in dem Fall mal richtig. Und hier haben wir eine total regelmäßige Kurve ohne Ausbrüche. Das heißt, hier dürfte sich kein Planet verstecken. Ja, und das ist halt auch der Normalfall. Damit ist das Tutorial abgeschlossen. Man kriegt schon mal die ersten paar Punkte, die ersten paar ISK und wie man jetzt hier vielleicht gerade gesehen hat, auch ein paar Redeemable Items. Die kriegt man jedes Mal, wenn man eine Stufe aufsteigt und halt am Abschluss des Tutorials auch. Sogenannte Exoplanets Hunter Reward Boxen. Da dürften sich dann jetzt Skins drin verstecken für niederstufige Schiffe. Ja, zum Beispiel eine für die Kestra. Das haben wir hier. Für die Imikus. Sehr schön. Imikus zum Beispiel besitze ich ja durchaus. Natürlich habe ich sie nicht vor Ort. Macht aber nichts. Irgendwo muss ja sein. Da ist eine. Das ist natürlich toll. Gut, hier geht's auch. So, das normale, die normale Skin und hier Exoplanet Hunter. Ja, steht sicherlich nicht jedem Schiff, aber ist zumindest mal dabei. Und hier sieht man dann auch, wie die ganze Sache voranschreitet. Also mit Level 10 kriegt man ja so ein Cappy für seine Charaktere, mit 25 hier diesen Anzug, mit 50 gibt es ein Blueprint, ein Pacifier-Schiff, mit 75 den passenden Skin dazu. Wir haben auch weitere Klamotten, weitere Blueprints, weitere Skins und so weiter und so fort. Mehr oder weniger die ultimative Belohnung ist die Brille von einem guten Doktor. Ob das nun jetzt jeden zufriedenstellt, weiß ich nicht. Aber so ist es nun mal. Und jetzt können wir uns auch mal einen richtigen Sample anschauen. Dieser. Ja, das ist nochmal derselbe, den wir gerade schon hatten. Warum er das jetzt macht, weiß ich nicht. Aber das Problem hatte ich gerade schon mal.
So, jetzt steigt hier meine Erfahrungspunkte, leiste mal richtig. Mal gucken, ob ich jetzt einen krieg. Jawohl. Hier benutzen wir das D-Trend Tool. Die Abweichung beträgt nur wenige Prozent. Das heißt, wir haben es sicherlich nicht mit einem Stern zu tun, sondern aller Voraussicht nach einem Planeten. Und Captain Wurstfinger findet das Zentrum nicht. Dann machen wir das mit der Maus ein bisschen schöner. Haben hier die Periode festgestellt. Ein ziemlich schneller Bursche, der hier unterwegs ist. Man kriegt übrigens für die ersten 10 Samples, die man pro Tag untersucht, die doppelte Anzahl Erfahrungspunkte. Und die Erfahrungspunkte, die sind hier, die kriegt man auch, wenn man es versaut. Ja? Ist halt nicht gut für die Accuracy, für das Accuracy Rating, was man bekommt. Das fällt dann wieder. Aber die Erfahrungspunkte an sich kriegt man erstmal unabhängig davon, ob man richtig oder falsch gelegen hat. Ja. Auch hier würde ich sagen, das ist relativ eindeutig, das ist anscheinend ein dicker Planet oder ein langsamer oder beides. Und weitere Anhaltspunkte haben wir nicht. Ein weiterer Stern dürfte es eigentlich nicht sein. Die hier, die ignoriere ich im Moment jetzt mal. Okay, Analysis failed. Gucken wir mal rein, warum. Muss man jetzt nicht verstehen. Ich meine, ich habe ja immerhin diesen Transit markiert. Vielleicht meinten die, ich hätte hier irgendwie diese Mini-Dinger da noch finden müssen, aber dann hätte es hier ja noch mehrere von diesen Ausschlägen geben müssen. Aber persönlich behaupte ich jetzt mal, oder kann ich dieses Ergebnis jetzt nicht verstehen. Wie man sieht, Erfahrungspunkte habe ich gleich bekommen. Ich bin jetzt in meiner Genauigkeit wieder zurückgefallen. Nicht ganz so viel, wie ich gerade gewonnen habe, aber immerhin. So ein Bild habe ich auch schon mal gesehen. Und da weiß ich ehrlich gesagt nichts mit anzufangen. Ja? Warum ist hier so eine große Lücke? Das hier wiederum sieht ziemlich eindeutig nach einem einzelnen Planeten aus. Aber das da, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man das ja, hat anscheinend gar nichts zu bedeuten, vielleicht Ausfall in der Messung. Das Ganze ist ja nun auch wirklich sehr neu. Hier habe ich jetzt schon etwas mehr Erfahrungspunkte bekommen, wahrscheinlich weil mein Rating schon etwas höher ist. Wäre natürlich eine nette Sache, wenn wir uns da vielleicht mal über unsere Erfahrungen untereinander austauschen. Dafür ist ja die Kommentarsektion unter meinen Videos gut. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder Erkenntnisse habt oder Tipps oder wie auch immer, nehmen wir gerne Hand damit und alle miteinander teilen. So, dann versuche ich das Ganze noch mal ein bisschen genauer in die Mitte zu kriegen. Ein bisschen mehr Zoom. Oh. Man darf sich schon ein bisschen vertun, also ganz so pingelig sind die Ergebnisse dann doch nicht. Aber wenn es zu weit voneinander entfernt ist, okay. Hier haben wir einen Transit korrekt markiert.
Und hier haben wir einen falschen Transit. Das ist ja toll. Das Ergebnis hatte ich auch noch nicht. Gut, das hier sind ganz viele Messpunkte. Das ist anscheinend dementsprechend dann, wie gesagt, zu diesen ganz wenigen Messpunkten der Unterschied. Grafisch ist es dann eher so, hier sind diese etwas kürzeren Spikes, das sind anscheinend die falschen, und die langen sind die korrekten. Das Dumme ist nur, dass einem diese farbigen Punkte leider nicht angezeigt werden, während man sucht, sondern erst, wie man gesehen hat, jetzt hinter. Gut, einen machen wir vielleicht noch. Auch hier würde ich sagen, ein einzelner Planet. Ohne diese Spitze hätte es wieder so eine schwierige Signatur sein können, wo hier sich ganz viele kleine verbergen. Aber so ein auffälliges Ding würde ich jetzt mal nicht ignorieren. Und in dem Fall lag ich dann auch mal richtig. Gut. Das hat zu einem weiteren, zu einem neuen Level geführt und auch zu einem neuen Redeemable Item. Das schauen wir jetzt gerade nochmal zusammen an. Und nachdem wir gesehen haben, was ich jetzt für einen Schatz hier berge, Bestower, also für ein Transportschiff, und nach diesem kleinen Schatz verlasse ich euch jetzt auf Level 3, entlasse euch in die Welt der Wissenschaft und der Forschung. Wie gesagt, das ist ein echtes Forschungsprojekt, mit dem der echte Professor Meyer, Franzose glaube ich, versucht, die Community einzusetzen, um durch diese Unmengen von Datenproben, die gesammelt wurden, jetzt herauszufiltern, welche nun von den Wissenschaftlern lohnenswerterweise selbst unter die Lupe genommen werden sollten und wo sie sich das vielleicht sparen können. Also man leistet hier wirklich einen echten Beitrag zur Wissenschaft, und ich dachte, das ist dann vielleicht auch mal ein kleines Video wert. Also macht mal mit, so beim Mining nebenbei zum Beispiel, kein Problem, oder wenn man irgendwie gerade 17 Jumps fliegen muss. Ansonsten würde ich das sicherlich auch nicht den ganzen Tag machen. Klar, solche Sachen hier sind vielleicht schon mal interessant, aber 50 Level, okay, das dauert eine Weile. Da guckt man sich die Augen schon einigermaßen schräg. Aber wie immer muss das natürlich jeder selber wissen. Was mich angeht, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich jage jetzt noch ein, zwei Planeten. Macht ihr dasselbe, und vielleicht können wir uns dann ja mal per Kommentar unter meinem Video über unsere Erfahrung austauschen. Das ganze System ist, wie gesagt, noch ein bisschen buggy. Aber hier wird sicherlich bald nachgebessert. Auch einige Komfortfunktionen sollen noch kommen. Und dann wird Projekt Discovery hoffentlich auch in Runde 2 ein genauso großer Erfolg werden wie mit den DNA oder mit den Cell-Samples. Also, macht's erstmal gut und bis zum nächsten Mal. Euer Casuality.